Herzlich willkommen zur Vorlesung Thermodynamik. Heute wollen wir uns drei verschiedene Motoren anschauen. Den Ottomotor, den Dieselmotor und den Stirlingmotor, so wie sie in der Praxis verwendet werden, beziehungsweise in der idealisierten Form natürlich. Fangen wir an mit dem Ottomotor. Der Ottomotor funktioniert etwas anders als die Carnot-Maschine. In dem Ottomotor sind in idealisierter Weise zwei Schritte der Expansion und Kompression adiabatisch durchgeführt und zwei Schritte sind isochor durchgeführt. Hier sehen Sie, wie dieser Kreisprozess aussieht. Und ganz analog wie bei der Carnot-Maschine könnten wir jetzt hier für jeden einzelnen Schritt Volumenarbeit und übertragene Wärmemenge einsetzen. Und wenn wir das gemacht haben, dann erhalten wir einen Wirkungsquerschnitt, der etwas anders aussieht als der der Carnot-Maschine. Und zwar ist da unser Wirkungsquerschnitt gegeben aus 1 minus 1 durch das Volumen V2 durch V1 hoch Gamma minus 1. Und das Gamma war ja unser Verhältnis von Cp und Cv. Ganz ähnlich wie der Ottomotor funktioniert der Dieselmotor. Nur, dass einer der beiden Isochoren-Schritte durch eine isobare Expansion ersetzt wird. Also, hier ist der Kreisprozess einmal aufgeführt. Wir haben also eine isobare Expansion, eine adiabatische Expansion, einen Isochoren-Prozess und eine adiabatische Kompression. Der Wirkungsquerschnitt sieht ein bisschen aus wie der von dem Ottomotor, nur dass hier noch ein zusätzlicher Faktor auftritt und dieser Faktor ist gegeben durch das Verhältnis V3 durch V2 hoch Gamma minus 1 dividiert durch Gamma mal V3 durch V2 minus 1. Ganz anders läuft der Stirlingmotor. In dem Stirlingmotor haben Sie eine etwas andere Konstruktion als beim Otto- und Dieselmotor. Beim Otto- und Dieselmotor wird ein Benzingemisch in den Kolben injiziert und dann entweder durch eine Zündkerze oder durch die Kompression selber entzündet und dann dehnt sich der Kolben aus. Beim Stirlingmotor haben wir aber zwei korrespondierende Systeme, weswegen der sich in der Anfangszeit in der Praxis nicht durchgesetzt hat. Insbesondere müssen wir hier die Wärmemenge über eine offene Flamme zuführen, jedenfalls in der Anfangszeit war das so. Heutzutage haben wir Solarenergie und heutzutage kann dieser Stirling-Motor wieder interessant werden. Wie sieht dieser Stirling-Motor aus? Dieser setzt sich zusammen aus zwei isothermen Prozessen, einer isothermen Expansion und einer isothermen Kompression und zwei Isochoren-Schritten. Und wenn Sie für diesen Prozess wiederum die ausgetauschte Wärmemenge und die geleistete Arbeit einsetzen, erhalten Sie für den Wirkungsquerschnitt einen Wirkungsquerschnitt, der ganz genauso aussieht wie der der Carnot-Maschine, nämlich 1 minus T kalt durch T heiß. Und damit ist eigentlich der Stirling-Motor der beste von allen drei Motoren. Aber wie gesagt, die technische Umsetzung war nicht so ganz einfach und die war einfacher für Otto- und Dieselmotoren, weswegen diese Verbrennungsmotoren sich zunächst durchgesetzt haben. Aber vielleicht hat der Stirling-Motor ja noch eine weitere Zukunft. So, jetzt haben wir sehr theoretisch und sehr schnell drei verschiedene Motoren besprochen, aber Sie sollen sozusagen einmal nur mitbekommen, wie die prinzipiellen Unterschiede zwischen diesen Motoren sind. Und wenn Sie die Wirkungsquerschnitte ausrechnen, dann sind die Wirkungsquerschnitte für Otto- und Dieselmotoren kleiner als die von dem Stirling-Motor. Das als Take-Home-Message von dieser Vorlesung. Und nächstes Mal fangen wir mit einem ganz neuen Kapitel an, dann bewegen wir uns Richtung chemischer Reaktionen.